So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier Challenge. So, wir sind wieder ein bisschen positiver unterwegs. Wir haben letzte Runde zwei wichtige große Schlachten geschlagen und deswegen konnten wir uns ein bisschen was gönnen. Ja. So, unsere Kleopatra war ziemlich garstig unterwegs. Die können wir... 430. Warte mal, ich frag mal unseren Buddy. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich bin die Ohren und der Mund mein... Das ist... Eure Worte sind weise und würdig. Das ist wunderbar von dir. Jetzt können wir sie verheiraten. Wunderbar. So. Was haben wir denn hier? Brutaler Ehemann. Wow. Und hier brutale Ehefrau. Wow. Ja nun. Student der Philosophie. Hä? Der Philosophie und dann ist er brutal, ne? Familienpflicht. Wachstum pro Runde. Gravel schaltet die Fähigkeit aus. Wie Familienpflicht und dann hat sie keinen Boni auf. Alter, minus 10. Ah, Mann. Das hätte ich ja davor lesen müssen. Ja. Die ist ein bisschen kacke. Minus 10 auf Kinder bekommen. Wie kann man so träge sein, Kinder zu machen? Egal. Ja, okay. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Kann ich. Den an sich könnte ich den sogar vernichten. Will ich das? Weiß ich nicht. Was macht der hier? Geheimaktion. Der bekommt mal eine Geheimaktion, weil hier bekommt man eine gute Chance auf feindliche Agenten zu verwunden. Cool. Okay. Dann würde ich fast was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? An sich muss ich gerade nicht reagieren. Mit dir muss ich gerade... Also, ich kann reagieren. Knossos, was will denn jetzt Knossos? Warte mal, ist Knossos mit Athen... Ja, nee. Ich bin geehrt, eure Botschaft zu erhalten und werde euch mit Interesse zuhören. Okay, aber mit denen sind wir im Bündnis, das ist schon mal gut. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und redet. Okay. Ich danke euch für das Angebot, aber wir sind keine Säuge, Amen. Was? So, das war nicht Angriffspakt und kein Handel. Kein Handelsabkommen. Aber okay. Die müssen wir dann eigentlich nächste Runde angreifen. Mit dieser Armee könnten wir das machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und die da passen dann auf, was Salamis macht. Da bin ich mal gespannt, ob Pontos dann angreift. Ob Pontos jetzt Salamis angreift, weil der hat das akzeptiert, das Ziel. Aber das muss ja nichts heißen. Ägypten wird auch nochmal sehr interessant, weil Ägypten ist echt richtig, richtig groß. Okay, Pontos ist wieder am Start. Galatien. Oh. Pergamon wird ein bisschen bedroht gerade. Also belagert. Das ist natürlich nicht gut. Okay. Ein
der hat viel Kavallerie. Alter. Okay, dann machen wir das automatisch, ne? Ich speichere mal, weil wenn er irgendwelche Einheiten wieder wegschmeißt, dann hau ich ihn. Gut. Ja. An sich darf man das wirklich nie machen, wenn man nur Kavallerie hat. Auch wenn er das einfach nur berechnet. Na gut. Ja, ich zeig ihm mal, wie man es macht. Ich dachte halt ja nur, wenn so eine hohe, ja, so eine krass überzeugende Zahl eigentlich. Weil nur Infanterie würde man das locker machen. Aber naja. Gut. Der ist ein bisschen breit aufgestellt. So. Ich bin mal wieder hier. Das hat sich bewährt. Das hat sich hier echt bewährt. Das hat sich jetzt nicht mehr. Die war eine wahrscheinlich letzte Runde zu low. Also hatten zu wenige, um da jetzt wirklich Probleme damit zu haben. So, hier die da werden wieder hier an der Treppe Aufstellung beziehen. Aber bitte wieder so rum. Sehr gut, Befehl verstanden ist immer gut. So, die da hier hin. Die da hier hin. Schrei doch nicht so. Die gehen, keine Ahnung. Ist einfach eigentlich unwichtig. Die da verschwinden hier. So, Elefanten nach da, Kavallerie nach hier und Kavallerie nach da. So. Dann, let's go. Warte, ein bisschen weiter nach da. So, dann warten wir. Die da werden sofort sterben. Der Feind greift unseren Verbündeten an. Ach so. So, aber an sich, also wenn der jetzt hier Aufstellung bezieht und dann hier reingeht, dann sehe ich eigentlich kein Problem. An sich, ganz ehrlich, an sich hätte ich auch hier Aufstellung beziehen können, damit die Kavallerie von ihm nicht reinkommt. Stimmt. Naja, egal. So ist das halt sicher. Okay, der geht jetzt. Kann der rein? An sich. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. An sich kann er rein.
Wieso kann da nicht rein? Der Feind hat die Tore eingenommen. Doch, okay, ich dachte schon. Ja, cool, ich brauche einfach nur zuzusehen, ne? Ah, okay, jetzt geht er dahin, das ist ja cool. Okay, jetzt geht er hier auch rein. Ich schaue einfach mal zu. Also ich bleib da. Also an sich könnte ich auch jetzt den unterstützen. Aber ich will einfach mal schauen, wie er sich schlägt. Also wie die sich beide schlagen. Also KI gegen KI. Ja, wobei, nee. Das ist zu lecker hier. Wenn ich ehrlich bin. Das ist hier viel zu lecker. Lauter Fernkämpfer hier alleine. Versuch mal den. Den zu befreien da. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So. Oh, der General von ihm ist schon weg. Der General unserer Verbündeten ist gefallen. Gut, dann gehe ich mal kurz zurück. Ach, jetzt kommen die anderen auch. Der Feind hat die Tore eingenommen. So, ich denke mal, dass ich hier jetzt weggehen sollte. Sonst sterben die hier nur. Und das wäre Verschwendung. Natürlich, in der am gefährdetsten ist. Der
Der wird nochmal abgefangen hier. Weiter, 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 weiter. Wie ich das die ganze Zeit sagen muss. Damit der auch weitergeht. So, einfach weitergehen. So. Wieso schießen die Türme eigentlich weiter? Wir haben das zwar nicht erobert, aber es ist jetzt neutral. Jo, ich glaube. Unsere Feinde haben einen Punkt eingenommen. So. Ja, war nicht so geil. Aber okay. Ich wollte meinen Verbündeten halt nicht so allein lassen. Hätte ich mal machen lassen sollen. Naja. Okay. Aber ja, die waren ein bisschen überflüssig. Die Verluste jetzt. Aber wenigstens habe ich keinen verloren, oder? Ja, mach halt hinne. Der hat überlebt, naja. Ja, wobei, nee. Sehr schön. So, Attentatsplan. Leibwache anheuern, natürlicher Tod. Ägina, Politik, okay. Rang erhöht. Sehr schön. So. Gut, gut, gut. Das heißt, wenn ich den jetzt angreife, dann hilft mir der da. Nee, hilft er mir nicht, weil der in Gewaltmarsch ist. Schade. Die da, das ist kein Problem. Okay, da sind noch welche, die sind aber auch kein Problem. Okay. So, wir haben jetzt 1185 für nächste Runde. Und diese Runde haben wir noch ein bisschen was. Fernkämpfer. Hier. Noch einmal die da. Ja, jetzt erforsche ich das da. Okay. Ja, geht eigentlich. Ist verständlich. So. Minus 14, minus 10, 40. Diplomatische Mission nach Rom. Ja, das war die blöde Kleopatra. Ist die befestigt? Nein, ist sie nicht. Dann gehe ich mal hier hin. Rekrutiere. 1600. Ein Streitwagen. In der nächsten Runde versuche ich Salamis anzugreifen. Oder ja. Ja, doch. Der da hier bekommt nichts mehr. Nee. Wie sieht's aus mit der Garnison? Ja, doch, die heilt sich jetzt auch langsam hoch. Die da auch. Ja, die hatte ja ein bisschen was verloren, aber in Ordnung. Okay, das ist wieder eine Fullstack-Armee, aber die habe ich jetzt hier auch. Und somit wird der wahrscheinlich sich nicht mehr trauen,
anzugreifen. So, also jetzt können wir endlich mal entscheiden, wie wir agieren wollen und nicht nur reagieren wollen. Jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Luft zum Atmen, was sehr gut ist. Wie war das mit der agieren und nicht reagieren? Okay, der sagt, ich habe keine Chance aus Gründen der Pikiniere hier. Ja, das wird heikel. An sich hätte ich ja mit der Donnerarmee hier hingehen müssen. Weil das war ja klar, dass der jetzt angreift. Aber ich habe, glaube ich, nur die normalen gesehen, nicht die Pikiniere. Okay. Also, aber meine Einheiten sind ja jetzt schon ein bisschen geheilter. Wollen wir uns hier aufstellen? Hier könnte ich sogar ziemlich straight mich hier so aufbauen. Ist eigentlich echt, glaube ich, keine allzu schlechte Idee. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So. Okay, Streitwagen und Elefanten, wo kommen die hin? Ich würde gerne den Streitwagen hier hin tun und dann mit dem so hier reinfahren. Die Elefanten gehen hier hin. Mal schauen, ob das die bessere Wahl war. Aber ich glaube schon. Also klar, der kann jetzt hier rumgehen. Und ich habe ja jetzt auch keine Kavallerie mehr. Das ist schade. Schade bis kacke. Aber zum Glück habe ich Bogenschützen. Der da ist jetzt ja schon halb tot. Ja, die haben mir schon echt jetzt wehgetan. Die haben mir schon echt krass wehgetan jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hier kommen Speerkämpfer. Das ist in Ordnung. Pikiniere erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Das war zu spät. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir gehen mal auf die Pikiniere. Gehen mal schnell dahin. Ich gerade auf den, ja, glaub schon. Warte, nee. So, ihr geht dahin. Die wollen wirklich hier hingehen. Zum General, ja. Wahrscheinlich. Dann gehe ich halt zurück. Wir haben Pferde, ihr werdet mich nicht einholen. Also rein theoretisch.
Okay, okay. Das heißt, ich muss leider außenrum gehen, um die Einheiten, also die Bogenschützen abzuholen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Oh, ich wollte sie gerade wegtun. Jetzt routet er natürlich in Scheiße. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Der hat natürlich sehr gut gesehen, dass mein General hier hinten war. Deswegen konnte ich mit dem nicht raus. So ein Schmarrn, ganz ehrlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tja, Elefanten können halt auch genau das Gegenteil bewirken, dass man sofort stirbt. Unser General wird angegriffen. Habt ihr euch wieder einbekommen? Dankeschön. Sehr wichtig. So, ich muss jetzt gegen die Piken arbeiten. Das war eigentlich so mein Trumpf. Das war eigentlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das war mein Trumpf. Sehr gut, der war noch nicht in der Phalanx drin. Das war gerade wichtig. Das ist sehr gut, dass er gerade nicht in der Phalanx drin war. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann mache ich mal das da. Die da kümmern sich um den. So, General geht hier bitte weiter. Der geht hier hin. Okay, du kommst wieder hier hin. Okay. Ja. Also sobald die Gegner nicht mehr in der Formation sind, ist alles gut. Dann können die durchrauschen. Und jetzt sind die so wenig. So. So. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, da habe ich kurz mal geschwitzt wegen den Elefanten. Der feindliche General ist tot. Ja, dann ganz kurz mal meine Fernkämpfer so ausradiert hat und die Piken ausradiert, Alter. Oh Gott. Teurer Sieg, ja. Naja, Elefanten können halt, wie gesagt, ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Deswegen solltet ihr mal gegen Elefanten kämpfen, dann sofort fokussieren. Also mit allem, was ihr habt. Also nicht am besten mit sehr vielen Fernkämpfern.
Oder man hat ja gesehen, die syrischen Selbstmordbogenschützen haben das innerhalb von zwei Schüssen geschafft. Also Brandschüssen, Brandschießen, bla. Ja. Die haben das sofort geschafft. Okay, also. Ich will eigentlich bestehlen. Habe ich das nicht ausgewählt? Doch. Feindliche Agenten. Das müsste ich dann bei dem machen. Aber ich will erst schauen, wie hier die Armee Dichte ist. Also hier ist nochmal eine Fullstack-Armee. Die würde ich dann hier nicht mehr verteidigen können. Weil, ja. Die sind, ja, die sind fast weg. Aber der da ist ganz gut. Oh, shit. Okay. Pergamon ist gefallen. Das ist schlecht. Pergamon ist gefallen. Uiuiui. Ja, weiß ich. Also hier sind mindestens drei. Warte mal, kann ich noch ein. Hier kann ich was machen, weil öffentliche Ordnung, Attribute, Chance auf einen Agentensturz, Ausführung, Steuersatz, öffentliche Ordnung. Forschungsrate und Wohlstand, ich mach den. Dann könnte ich ja den auch, auch mal ausspionieren, beziehungsweise dann mit der. Uiuiui, der muss jetzt schnell hier das einnehmen. Weil das Problem ist, da ist eine Fullstack-Armee. Aber der wird unterstützt, also könnte man das schaffen. Ja, okay. Gut, wieder 30 Minuten. Ey, das geht so schnell vorbei. Warte, den benenne ich mal kurz um. Verteidiger Palmyra. Palmyras, oder eigentlich? Egal. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bye bye.